Lesen Sie weiter. In diesem Kessel ist das beste Gulasch entstanden, das ich je gegessen habe. Gutes Handling, gute Beschichtung. Nichts hat angebackt. Nur wunderte mich, dass die mitgelieferte Kelle aus Metall war, in der Gebrauchsanweisung aber von der Nutzung metallischer Gegenstände im Kessel zum Schutze der Emaille abgeraten wird. Ich habe diese dann gegen meine hölzerne Küchenkelle ausgetauscht. Dennoch volle Punktzahl, der Kessel ist toll. Als Ergänzung zu unserem Schwenkgrill Indiana Activia 11.100 gekauft, schnelle Lieferung, super im Gebrauchsshop, wird gerne weiter empfohlen, macht nicht nur Spaß, schmeckt einfach ganz anders wie vom Herd, leichter reinigen. Mit einer Feuerschale oder direkt über dem Feuer an einem Dreibein macht es einfach Boss her. Mit Freunden um das Feuer sitzen, eine Flasche Bier in der Hand, umrühren, blubbern lassen und dann den leckeren Eintopf, was will man mehr? Ich nutze ihn nicht ständig, bin aber sehr zufrieden. Ich habe den 10 Litern Topf gewählt. Auf der Suche nach einem Gefäß, um Feuerzangenbowle über dem offenen Feuer zuzubereiten, bin ich auf Amazon auf diesen emaillierten Gulaschkessel gestoßen. Die Lieferung erfolgte ordentlich verpackt innerhalb von 4 Werktagen und bestand aus dem Gulaschkessel, dem Deckel und einer Schöpfkelle. Die Verarbeitung des Kessels ist für den Preis gut. Er ist von innen mit Emaille beschichtet, so dass nichts anbrennt. Ich habe ihn jetzt mehrmals benutzt, um Feuerzangenbowle zuzubereiten, aber auch schon für Gulasch. Es lässt sich gut darin kochen. Man kann ihn direkt übers Feuer setzen, ohne dass sich etwas verzieht oder der Kessel kaputt geht. Die Rußbildung an der Außenseite lässt sich einfach wieder abwaschen. Er hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern, was für mindestens 10 Personen reichen sollte. Der Kunststoffknopf am Deckel ist nicht ästhetisch, jedoch bleibt dieser kühl, sodass man den Deckel jederzeit am Knopf anfassen kann. Fazit meines Erachtens bietet der Gulaschkessel Top-Qualität kombiniert mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann hier nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Punkt. Wenn man den Stauraum hat, minus, habe schon mehrfach Gulasch, Hörköld und andere Traditionsgerichte drin gemacht. Hat immer gut funktioniert. Wenn man mal von der Sauerei mit dem Ruß außen absieht, lässt sich das Emaille auch sehr gut reinigen. Hallo, also ich habe den 10 Liter Kessel gekauft. Bei der ersten Lieferung war leider etwas von der Emaillebeschichtung am äußeren oberen Rand abgeplatzt. Vermutlich Transportschaden, weil das Paket auf selber Höhe auch ein kleines Loch hatte. Daraufhin habe ich eine kurze E-Mail an den Händler geschrieben, dass ich den Topf gerne umtauschen möchte. 1,5 Tage später hatte ich anstandslos einen neuen Topf. Und den nur leicht beschädigten Topf durfte ich behalten. Also kein Stress mit zur Post rennen etc. Daher gebe ich schon mal 5 Sterne, auch wenn ich den Topf dann erst an Neujahr das erste Mal testen werde und zur Handhabung leider noch nichts schreiben kann. Man kann Rezensionen ja zur Not ändern. Ich möchte nur noch erwähnen, dass der Deckelknauf aus schwarzem Plastik ist und nicht aus braunem Holz, wie man dem Bild nach vermuten könnte. Das haben ja auch schon zum Glück viele andere Rezensenten geschrieben, sonst wäre ich auf jeden Fall enttäuscht gewesen und hätte Punkte abgezogen. Update vom 6.4.17, nachdem ich den Topf dann letzten Sommer noch getestet habe, auch hierzu Feedback, war ganz begeistert, dass man Zwiebeln etc. so schön darin andünsten konnte, ohne dass etwas anbrennt. Auch von außen sieht er nach dreimaligem über dem Feuerhängen noch richtig gut aus. Nicht wie bei der Feuerschale selbst, die durch das Grillen Rost außen bekommen hat. Also sehr gutes Produkt. Schnelle Lieferung, Top-Qualität. Habe den Topf erhalten und sofort das erste Gulasch zubereitet. Der Topf ist, für diesen Preis einfach unschlagbar gut. Über die Haltbarkeit kann ich zwar noch nicht so viel sagen, aber das wird sich zeigen. Das Reinigen lief problemlos, und das Essen war super lecker.
geiles Produkt zum super Preis. Wir haben Silvester ungarischen Kesselgulasch in diesem Kessel gekocht. Während des Kochens gab es keine Probleme. Wenn das Feuer in der Grillschale erstmal richtig Hitze bringt, dann kocht die Suppe ohne Probleme im Kessel. Anbraten von Fleisch und Gemüse war kein Problem. Auch das Reinigen danach war mühelos. Leider haben wir feststellen müssen, dass außen am Boden nach einmal Benutzen bereits eine schadhafte Stelle entstanden ist. Diese werden wir jetzt mit einer feuerfesten Lasur schützen, damit beim nächsten Kochen alles glatt geht. Schon mehrfach zum urigen Glühweintrinken über der Feuerschale verwendet. Der Glühwein wird binnen 15 Minuten heiß, und der Topf lässt sich mit einfachem Spülmittel sehr leicht reinigen, ohne zu schrubben. Nur die mitgelieferte Schöpfkelle benutzen wir nicht, sondern eine aus Plastik, um das Emaillier nicht zu beschädigen. Super Kessel für Glühwein oder Suppen, etc. Da ich keine giftige Teflonbeschichtung wollte, war die Qualitätsemaillierung aus Ungarn genau richtig. Diese verträgt auch eine etwas raue Behandlung durch ZBD-Metallkelle. Hängt bei uns direkt am Dreibein über dem Feuer, super. Klick Link in Description for more reviews. Thanks for your watching. Let's go.